Man darf sich, verehrter Zuseher, die Szene etwa so vorstellen. Ein alter, halbseitig gelähmter Mann liegt in seinem Bett. Ein großes weißes Kissen stützt den mächtigen Kopf, dessen ovales Kinn ein rechtwinkliger Vollbart umrahmt. Vom Kranken abgewandt, doch durchaus in dessen Hörweite, unterhalten sich zwei Pfleger über den Gesundheitszustand des Patienten. Alles schon wieder viel besser. Nimm doch einen guten Verlauf, sagt schließlich der Jüngere der beiden Pfleger. Im Gegenteil, ruft der Patient und stirbt. So erzählt man sich in Norwegen die Geschichte von den letzten Worten des größten Dramatikers und Schriftstellers dieses Landes, den letzten beiden Worten des Henrik Ibsen, der am 23. Mai 1906 in Oslo, das damals Christiania hieß, starb. Er wurde 78 Jahre alt, war aber schon seit mehreren Jahrzehnten unsterblich, weil er sich und der Welt eine Reihe von Theaterstücken geschenkt hatte, die die Bühnen in Europa, in Amerika und selbst in China dramatisch veränderten. Und sie veränderten nicht nur das Theatergeschehen, sondern verhalfen den Zuschauern zu einem neuen Blick auf sich selbst, auf die Gesellschaft, in der sie lebten, auf die Ideale, denen sie folgten. Wenn man über die großen Aufklärer, die nachhaltigen Deuter der Zeit um 1900 redet, über Sigmund Freud etwa oder Karl Marx, dann darf man nicht zu lange Atem holen, bevor man den Namen Henrik Ibsen ausspricht. Geboren wurde der Dramatiker 1828 in der kleinen, doch nicht unbedeutenden Stadt Skien, in der über die Geschicke des umliegenden Distriktes Telemark entschieden wird. Dieser Ort Skien liegt gut 250 Kilometer südwestlich von Oslo. Wenn Sie heute dort vorbeikommen, verehrte Zuseher, können Sie in der Nähe ein Museum besuchen, das unter anderem auch darüber unterrichtet, wie die norwegische Gesellschaft damals, also vor gut 200 Jahren, mit einem Kaufmann verfuhr, der den Bankrott seines Unternehmens erklären musste. Solches nämlich widerfuhr Knut Ibsen, dem Vater von Henrik, als der Bub gerade 8 Jahre alt war. Die soziale Ächtung war unerbittlich. Und das einzig Positive, was man über diesen traurigen Vorfall sagen kann, ist, dass er die Weltliteratur um ein gutes Stück bereicherte. Denn die Theaterwelt des Henrik Ibsen ist voll von finanziellen Katastrophen und dem Verhalten eines Bürgertums, das die Opfer von Geldverlusten wie die Träger einer ansteckenden moralischen Verfehlung behandelt. Was macht man als junger Mann, wenn der Vater sein Geld verloren hat? Gut, man wird Apotheker. Doch das kann ja nicht alles sein. Gerade dann, wenn das Schreiben die einzige Leidenschaft ist, die diesen jungen Mann umhertreibt. Man bewegt sich in liberalen Kreisen, in Kreisen, die den Revolutionären, den sozialen Forderungen der christlichen Bergpredigt gegenüber nicht unempfänglich sind. Genau das macht Henrik Ibsen. Er ist jetzt Anfang 20 und lernt in der Hauptstadt Norwegens junge Männer kennen, in deren Köpfen die Botschaft der unruhigen Jahre nach 1848 angekommen ist. 1848, Sie erinnern sich, verehrte Zuseher, war das Jahr, in dem einige verständige Wiener den Fürsten Metternich davonjagten, der mehr als 30 Jahre lang die Politik der Reaktion in vielen Teilen Europas bestimmt hatte. Ibsen schreibt Artikel für die, sagen wir, Umstürzler. Und nur durch die besonnene Hand eines Druckers verschwand ein Artikel, der der Staatsmacht die Gelegenheit gegeben hätte, gegen ihn, gegen Ibsen vorzugehen. Und ohne diesen Drucker hätte der Dramatiker seinen Erfahrungen mit der norwegischen Gesellschaft auch noch die eines längeren Aufenthaltes im Gefängnis hinzugefügt. Wer sich als Theaterdichter mit historischen Stoffen auseinandersetzt, meine Damen und Herren, und dieser Satz gilt seit der Erfindung des Theaters und er gilt weltweit. Wer also seine Aussagen Helden früherer Jahrhunderte in den Mund legt, macht es in der Regel aus zwei nicht ganz unterschiedlichen Motiven. Er will sich einerseits vordergründiger Zensur entziehen, die Helden sind schließlich nicht mehr unter uns, oder er hat andererseits in der Vergangenheit einen Schatz entdeckt, der Gegenwart verloren gegangen ist. Nie auszuschließen, dass die beiden Motive sich aufeinander zubewegen. Henrik Ibsen schrieb zu Anfang seiner Laufbahn fast nur Stücke, in denen es um die norwegische Vergangenheit ging.
Er war in Bergen in einem Theater als Dramaturg angestellt und zu seinen Pflichten gehörte auch zum alljährlichen Geburtstag des Theaters ein sogenanntes Originalschauspiel vorzulegen. Das machte er zwischen 1851 und 1857 so verlässlich wie unspektakulär, zumindest aus der Sicht der heutigen, denn das alte Nordentum keine besonders anrührende Veranstaltung mehr ist. Immerhin, wer Jahr um Jahr ein neues Theaterstück verfasst, das tatsächlich auch aufgeführt wird, Ibsen schrieb sehr methodisch 5 Stunden am Tag und es dauerte selten länger als 5 Monate, bis ein neues Stück vollendet war. Wer so methodisch arbeiten kann, der hat sein Handwerk im Griff. Und wenn er sich dann noch aus den historischen Zwangsjacken und von den falschen Bärten befreien kann und seine Stoffe in der Gegenwart ansiedelt, wer aus dieser Perspektive etwa erzählt, wie schwierig es in der bürgerlichen Gesellschaft ist, Eros und Ehe ständig miteinander zu verschränken, der konnte auf die Aufmerksamkeit des Publikums hoffen. Henrik Ibsen wurde diese Aufmerksamkeit zuteil, als er nach Oslo zu einem größeren Theater kam. Doch das Ergebnis fiel anders aus, als er sich das erwartet hatte. Die bürgerliche Gesellschaft, jedenfalls die von Oslo, war befremdet über seine Stücke und die Kritiker waren auch nicht gescheiter. Ibsen war verbittert. Arm war er ohnehin. Das Theater, bei dem er angestellt war, ging bankrott. Krise, wohin er blickte. Ibsen entschied sich, Norwegen zu verlassen, zog erst nach Italien, dann nach Deutschland, dann wieder nach Italien zurück und wieder nach Deutschland. Erst 27 Jahre später kehrte er in die Heimat zurück, als, wie man so sagt, als gemachter Mann. Stützen der Gesellschaft. Nora oder ein Puppenheim, Gespenster, Hedda Gabler, Wenn wir Toten erwachen. Das sind nur 5 Titel, die ich Ihnen, verehrte Zuseher, hier ins Gedächtnis rufe, um Sie an einige der größten Erfolge des Dramatikers zu erinnern. Es war, wie anfangs angedeutet, ein fast weltweiter Erfolg. In Berlin, nur ein Beispiel, wurden bisweilen in 5 Theatern gleichzeitig Stücke von Ibsen aufgeführt. Und dass einige verboten, zensuriert wurden, hat dem Erfolg gewiss nicht geschadet. Den Stücken allen ist gemeinsam, dass die Figuren oft gleichzeitig Opfer ihrer Lebenslügen, aber auch Opfer ihrer radikalen Wahrheitssuche sind. Die Gesellschaft, in der sie sich eingerichtet haben, steht auf sehr brüchigen Stützen. Die strenge Einhaltung der Konventionen, der Gebote der Tradition vermittelt nur scheinbar Sicherheit. Denn diese Tradition, dieser Blick in die Vergangenheit, so lautet eine andere Botschaft, führt auch immer zu einer verborgenen Schuld, einem Stück Unheil, das wieder an die Oberfläche dringen will. Wir haben ganz recht, verehrte Zuseher, hier deuten sich die großen Themen der Seelenkunde des ausgehenden 19. Jahrhunderts an. Hier konnten politische Parteien oder Reformbewegungen die eine oder andere Anregung beziehen. Ibsen hatte schließlich seine Bekenntnisse zu einer Form des aufgeklärten Anarchismus nie widerrufen. Hier schwang beim Thema Schuld aber auch noch ein ganz praktischer Ton mit. Der Dramatiker war nämlich überzeugt, dass sich viele menschliche Verstrickungen auch im Erbgut bewahrten. Das war sozusagen eine handliche Variante der alten christlichen Vorstellung von Erbsünde. Hier angewandt auf kriminelles Verhalten, auf Verbrechen der Ahnen, doch auch auf Ausschweifungen, kurz auf das Laster. Wurde das Theater Ibsens dadurch zu einem politischen, zu einem agitatorischen Theater? Beileibe nicht. Ich habe zwar gerade von einer handlichen Variante gesprochen, aber weder für tagespolitische noch für direkt gesellschaftspolitische Anliegen ließ der Dramatiker sich vereinnehmen. Also nach einem Vortrag vor der norwegischen Gesellschaft für Frauenrecht, ich glaube, die Diskussion fand nach einer Aufführung des Stückes Nora statt, als er da gefragt wurde, wie er über die Emanzipation dächte, antwortete er, ihm ginge es allgemein um Freiheit, um ein freies Leben. Er wisse überhaupt nicht, was Frauenrechte seien. Vielleicht war das nur die verärgerte Antwort auf eine allzu häufig gestellte Frage, so etwas kommt bei Künstlern mit deutlichem Sendungsbewusstsein bisweilen vor. Vielleicht sprach hier aber auch ein Mann, der zutiefst davon überzeugt war, dass nur
die großen Zusammenhänge zählen, dass alle Motive in der menschlichen Gesellschaft in einem noch aufzuspürenden Zusammenhang stehen. Das war jetzt vielleicht ein wenig luftig und abstrakt gesagt, meine Damen und Herren, schauen wir uns daher einmal ein Stück aus der Nähe an. Nehmen wir das Stück Nora oder ein Puppenheim, wie es heutzutage heißt. Im Original 1879 lautet der Titel schlicht ein Puppenheim. Das Puppenheim ist die Wohnung des Rechtsanwalts Thorwald Helmer. Seine Frau Nora ist die Puppe. Früher hätte man gesagt, ein Weibchen, ein verzogenes, kapriziöses, nicht recht ernstzunehmendes Wesen. Rechtsanwalt Helmer, ein sittenstrenger, skrupulöser Mann, hat nach Jahren der Entbehrung sein berufliches Ziel erreicht. Er ist Bankdirektor geworden. Es wird Weihnachten gefeiert, das Fest der Liebe. Und aus einem Gespräch zwischen Nora und ihrer Freundin erfahren wir, dass Nora vor einigen Jahren ein Darlehen aufgenommen hat, um für ihren Mann, den Rechtsanwalt, den Aufenthalt in einem Sanatorium zu bezahlen. Das hat sie heimlich gemacht und dabei die Unterschrift ihres Vaters gefälscht. Der war nämlich schon 3 Tage tot, als die Transaktion stattfand. Das geborgte Geld stammt von einem anderen Advokaten, einem gewissen Krogstedt, dessen Karriere sehr unrühmlich verlief. Krogstedt landete als kleiner Kommis in der Bank, die jetzt Noras Mann, jener Thorwald Helmer, leitet. Helmer will Krogstedt entlassen. Der wendet sich an Nora um Hilfe und droht, ihre frühere Verfehlung ans Licht zu zerren. Also versucht Nora, ihren Mann umzustimmen. Der bleibt aber hart und prinzipientreu. Also schreibt Krogstedt einen Brief an Helmer, in dem alle wesentlichen Details zu finden sind. Also macht Helmer seiner Frau eine bitterböse Szene, in der er ankündigt, ihr das Sorgerecht für die Kinder zu entziehen. Schließlich habe sie sein Vertrauen verloren. Es kommt ein 2. Brief von Krogstedt, völlig überraschend, der Noras Schuldschein sowie die Versicherung Krogstedts enthält, er werde die Sache auf sich beruhen lassen. Ich bin gerettet, ruft Thorwald Helmer. Er ruft nicht, wir sind gerettet. Und das ist gleichsam der Auslöser für den Schlussteil des Stückes. Nora erkennt, dass sie ihren Gatten nicht mehr liebt. Erkennt, dass sie sich zu lange von diesem Mann hat bevormunden lassen, dass sie jetzt ihr eigenes Leben führen muss. Sie packt ihre Sachen und verlässt das Haus. In den meisten Inszenierungen knallt am Ende eine Türe. Das war ziemlich starker Tobak für die damalige Gesellschaft, in der verheiratete Frauen meist keinen eigenen Besitz haben durften, von Wahlrechten ganz zu schweigen. Aber es geht Ibsen eben um weit, weit mehr als um das konkrete gesellschaftspolitische Anliegen. Selbstbestimmung ist ein universales Recht. Schuld und Verhängnis sind ebenfalls universale Elemente unseres moralischen Selbstbewusstseins. Und wie verschieden man damit umgehen kann, zeigen die Figuren des Stückes, die viel mehr verkörpern als nur Rollen. Denn sonst würde das Publikum diese paar Weihnachtstage in der Villa der Familie Helmer nicht mit so viel Anteilnahme verfolgen. Das ist jedenfalls eine Deutung, meine Damen und Herren. Es gibt Interpreten, die glaubten herausgelesen zu haben, dass es sich um die dramatische Version der Gedanken des Philosophen Hegel handelt. Andere deuten auf die Nähe zu einer mythenhaften Welt, die der von Richard Wagners Ring nicht ganz unähnlich sehe. Die Schwiegertochter Ibsens hat uns dagegen eine schöne Szene festgehalten, in der verschiedene Kritiker dem Dramatiker ihre Interpretationen vortragen. Ibsen, schon alt, schwieg lange, blickte aus dem Fenster, sagte dann, hierzu könnte man einiges sagen, und schwieg weiter.